Die Schokolade. Du hast schon zwei mit Schokolade gegessen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir haben uns. Was ist das Blumen. 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 Wir haben. Oh nein! Das ist meine Schere, genau. Wir haben uns hier Tee und Lebkuchen geholt. Also holt euch doch auch was zu knabbern und was zu trinken. Wir werden hier ein kleines Sit and Talk machen. Ich will mal die Schokolade. Noah, setz dich bitte. Hier das letzte, dann ist Schluss. Deine Schokolade. Das ist für Papa. Dann ist Schluss. Nein. Deins und dann ist Schluss. Setz dich mal hin. Wir haben hier schon nachmittags. Wir haben Noah eben von der Kita abgeholt. Ich war auch gerade schon bei der Hebamme. Hatte meinen Termin bei der Hebamme. War einkaufen, bevor ich Noah abgeholt habe. Und wir werden jetzt unsere Blumen arrangieren. Oh, mal sehen, was das für Blumen sind dieses Mal. Schmeckt's, Noah? Bist du fertig? Das willst du Papa bringen? Ja. Yeah. Nee, Papa ist das hier. Am Tisch. Das ist ein Wohnzimmer. Hä? Was ist ein Wohnzimmer? Ein Wohnzimmer? Ja. Aber Papa kann sich das selber holen. Der will hier am Tisch essen. Hä? Okay, tschüss. Bringst du Papa die Lebkuchen? Ja. Und unterwegs ist er die selber, ich sag's euch. Naja, was ich jetzt hier mache, ist, ich arrangiere mir jetzt mein Sträußchen. Das ist schön, guck mal. So, ich war gerade bei der Hebamme. Die hat mir gerade ein paar Tipps gegeben, wie ich mein Immunsystem wieder ein bisschen boosten kann, weil ich ja doch ein bisschen angeschlagen bin oder mit mir herumschleppe. Oder beziehungsweise von Noah mich die ganze Zeit anstecken lasse. Man sagt ja, das Immunsystem einer Schwangeren fährt ja runter, weil... Nee, nur mit dem Kabel nicht spielen, ne? Dann kannst du ausrutschen, so wie jetzt. Weil der Körper sich nur noch um das Baby kümmert. Was ja Sinn macht, ne? Bin ich überhaupt auf dem Bild drauf? Das sieht so komisch aus. Ich wollte auch noch mal Stellung nehmen zum Montagsvideo, junge Mädchen-Thematik und halt die Premierenfunktionen. Ihr könnt jetzt, hier und jetzt mal abstimmen. YouTube launcht ja immer mal wieder neue Feature und ich finde, es ist immer ganz wichtig, solche Sachen auszuprobieren und auch auf seinem Kanal auszuprobieren, wie das ankommt. Manchmal sind wir Menschen einfach Gewohnheitstiere und wenn einem das nicht so zusagt, dass man dann ein bisschen negativ reagiert. Finde ich schade, weil das ist ja, ich meine, die Plattform ist ja dafür da, dass man sich so ein bisschen austobt und guckt. Wenn nicht auf YouTube, wo dann? Oder auch auf anderen Social Media Kanälen kann man das ja machen. Wir sind ja hier kein Fernsehsender, der hier nach striktem Plan alles veröffentlicht. Stimmt doch mal hier oben ab, ob ihr für so eine Premierenfunktion zu haben seid oder eher nicht. Ich finde, man kann es bei besonderen Themen machen. Lasst es mich wissen. Ich habe ja schon ein bisschen rausgelesen, rausgehört, dass den einen oder anderen das nicht gefallen hat. Aber so ist das nun mal. Manchmal kommen Sachen, die einem nicht gefallen. Also ich war schon sehr traurig, so ein bisschen auch darüber, dass das nicht so gut ankam. Das zweite ist ja das Video, was ich hochgeladen habe als Premiere. Und zwar habe ich es Junge oder Mädchen, welches Geschlecht, benannt. Aber es heißt ja nicht unbedingt, dass ich damit ein Gender Reveal veranlasst habe. Natürlich denkt ihr euch, dass man denkt sich den Teil, weil man ja nicht weiß, was für eine Aussage wir treffen werden. Das hat ja hier keiner geahnt. Mama!
Und meine Nase ist so verstopft, aber ich rieche diese Blüten dennoch und es duftet so schön nach Tannenbaum. Ich komme! Oh je, Mama will nicht, sagt nur. Ich komme! Tada! Das soll ich aufmachen? Ja. Und was ist da drin? Ein Auto. Wow. Wow. Wow! Ist das ein buntes Auto? Ein buntes Auto. Achtung, Achtung, Achtung! So, ihr Lieben, lasst uns das nochmal von vorne anfangen. Das war jetzt hier ein Gewusel. Die Blumen sind fertig, also kann ich mich jetzt mal ganz kurz darauf konzentrieren, was ich eigentlich sagen wollte. Einige haben den Witz verstanden, ein paar Zuschauer haben es nicht verstanden. Was ja auch nicht schlimm ist. Ich will etwas gucken. Du möchtest etwas gucken? Ja. Ich will etwas gucken. Was möchtest du gucken? Na, wir können ja gleich Bücher gucken. Nein. Im Prinzip wollte ich keine Erwartungen hier schüren und es tut mir leid, wenn es in dem einen Fall hier passiert ist. Aber ich hatte ja auch mal gesagt, dass hier auf dem Kanal, dass ich nicht der Typ bin für so Clickbaiting-Videos. Da könnt ihr euch ja nochmal die alten Videos zu anschauen. Vielleicht habe ich einfach ein bisschen zu wenig darüber nachgedacht, wie ich das Video gestalten möchte. Anstatt negativ darüber zu denken, kann man ja auch einfach mal ganz kurz innehalten und gucken und überlegen, was war eigentlich die Intention des Videos oder was ist die Message von dem Video, und die ist immer noch, warum wir das Geschlecht nicht wissen wollen oder beziehungsweise uns überraschen lassen wollen. Und das ist ja eigentlich was Schönes und was Positives, und das hat mich dann auch wiederum ein bisschen traurig gemacht, dass das Ganze in so einen negativen Topf gefallen ist irgendwie alles. Naja, dass das Thema Baby und Geschlecht einfach in so einen negativen Topf gefallen sind. Und das finde ich halt sehr schade. Und gerade bei diesem Thema sollte man ja nicht negativ werden und einfach mal überlegen, was man da eigentlich sagt. Ich habe nämlich auch ein paar private Messages bekommen, die nicht so schön waren. Und das finde ich dann auch echt unnötig. Mami! Ja? Bitte! Bitte! Habe ich Schokolade um meinen Mund herum? Ja. Wo? Bitte! Aber um meinen Mund, dachte ich. Ein bisschen Spaß muss ja auch sein, Leute. Also ganz ehrlich, nimmt die Sache nicht so ernst. Ich sollte sie auch nicht so ernst nehmen. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt wieder auf positive Vibes. Gerade hier in Bezug auf Schwangerschaft finde ich das ganz, ganz wichtig. Und dass wir uns jetzt hier nicht irgendwie gegenseitig irgendwelche Begriffe in den Kopf werfen. Ne? Also, lass uns direkt mal weitermachen hier. Ja, gleich muss ich auch noch hier Abendessen machen. Ich wollte jetzt mal mit euch dieses Paket aufmachen. Und schwupps. Mama, was machst du? Ja, ich gucke mir die Pullis an. Hä? Die Pullover hier. Naja, wir schauen das mal gleich an. Ich ziehe das mal gleich an und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Ich kann mir gut vorstellen, dass man hier einfach so eine... Entschuldigung. Ein Rock anzieht. Ich habe so einen Plissé-Rock, den kann man gut darauf anziehen. Mal gucken. Ja, genau. Ein neuer Pulli. Aufmachen? Ja, willst du auch eins aufmachen? Nee. Und das ist so aus Kord. Ich dachte, das wäre richtig cool, aber da fehlt dann noch ein Gürtel. Das sieht zu groß. Du? Das ist zu groß für dich? Das ist
bin so groß dafür. Du bist so groß dafür? Ja. Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen hier mit meinem Schwangerschaftsbauchi und mit einer Leggings. Aber ich finde, da fehlt noch ein Gürtel. Gucken wir auch gleich mal. Ja, danke, Papa. Nicht so lang. Oh, warum sind die alle so kurz, sag mal. Online sahen die irgendwie nicht so kurz aus. Aber okay, mal gucken, was wir draus machen. Wie findest du den Pulli? Guck mal. Ja, schön, Maus. Geht immer. Aber so in der Schwangerschaft, meine ich. Ein bisschen kurz oder nee? Ja, ein bisschen kurz, aber deswegen dachte ich, ich ziehe so ein Ding drunter. Das gute. So, Freunde. Also dieser Pulli sieht echt kuschelig aus. Der ist auch mega kuschelig. Den kann man richtig gut kombinieren mit so einem Ding. Also er ist wirklich kurz. Für Schwangere ist er, glaube ich, nur geeignet, wenn man was drunter anzieht, wie so ein Hemd oder ein Rock. Oder man zieht halt so einen Rock an mit so einem Pulli. Das sieht man ja auch zurzeit. Und wenn man schwanger ist, kann man auch den Rock so anziehen. Wollen wir kurz André fragen? André! Nicht schießen! So, das ist der zweite Pulli. Sieht doch auch schick aus, oder? Ich finde, der ist auch recht kurz, aber wieder mit so einem Ding und mit einer Leggings geht das eigentlich ganz gut. Sieht man das? Und ich habe auch gedacht, die Farbe ist erstmal nicht so schön, aber ich finde die echt nicht schlecht. Und einen Rollkragen habe ich mir gewünscht. Ja, die sind auch alle okay, nur die Ärmel sind ein bisschen lang, Maus. Oh, aber die sollen so sein, so Trompetenarme. Ja, aber... Daumen hoch oder nicht? Und zum Schluss gibt es hier ein Nachthemd aus Kord. Nein, also wie gesagt, es fehlt hier noch irgendwie so an so einer Schnur oder Gürtel, dass ich das hier so zumachen kann. An sich finde ich das nicht schlecht. Also man muss dann nochmal gucken, wie man das kombiniert. Aber mit so einer Leggings und so Ackboots oder was auch immer, sieht das bestimmt nett aus. Mit so Boots. Mit einer Leggings und mit Boots. Genau, also ihr bekommt einen Code, den blende ich euch unten ein. Der geht nur heute und morgen zum Black Friday Sale. Schlagt mal zu, ich finde den Laden toll, also schaut vorbei. Und ich würde sagen, beim nächsten Outfit, also ich mache dann nochmal ein einzelnes Outfit-Video über meine Schwangerschaftslooks im Winter. Und dann könnt ihr auch nochmal gerne vorbeischauen. Jetzt muss ich Abendessen machen. Wie ihr seht, gibt es bei uns jetzt heute nichts Spannendes. Ich war heute im Biomarkt einkaufen und hatte mega Bock auf so Röstinchen. Und dann habe ich noch Kohlrabi gekauft. Also Rohkost möchte ich das gerne essen. Dann schneide ich noch die Paprika, ein bisschen Möhrchen und hier ein bisschen Gemüse. Tomaten. Dann habe ich noch Brot gekauft und das essen wir dann mit Käse oder Leberwurst. Ich freue mich. Okay. Oh, lecker. Nom, 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 nom. Super, Noah. Kann ich dich hinstellen? Ja, kannst du dich hintun. There's one place that immediately comes to mind. That is El Nido. El Nido is just like Barranco in the sense that it was a tourism hub that grew up. Und die haben nämlich die Insel Boracay für 6 Monate geschlossen. The time I went to El Nido, the lagoons were just overtaken by these neon-forged kayaks, and it was a bit of a sore sight. But how many people are entering into these lagoons and viewpoints? Something needs to be done to protect the ecosystems. Guten Appetit, würde ich sagen. Unser Brot ist doch schon fertig. Wieder hier aufgeräumt und sauber und Papa ist jetzt gerade mit Noah im Bett und ich werde jetzt auch gleich dazukommen für die Nachtroutine.
Wollte aber euch noch kurz was zeigen. Das werde ich gleich machen, wenn Noah schläft. Chia-Samen-Pudding mit Kokosnuss. Das hatte mir meine Hebamme empfohlen, weil man ja in der Schwangerschaft einen sehr verstopften Darm hat. Und das soll das ein bisschen entgegenwirken. Hallihallo! Ich bin soeben nach Hause gekommen. Es ist 16:30. Guten Tag, hallo. Also ich habe meinen Schlüssel heute vergessen. Richtig doof. Und dann mussten nur Mama und ich erstmal unten irgendwie warten, bis der Mann nach Hause kam. Das muss man erstmal schaffen, oder? Da würde ich sagen, die Schwangerschaftssemenz lässt grüßen. Guten Tag. Ich wollte euch heute nochmal mitnehmen, weil ich werde jetzt gleich mich auf den Weg machen. Es ist so stockduster draußen, der Wahnsinn. Und zu einem Fitting gehen von Maramea. Und da wollte ich euch einfach mal mitnehmen, weil ich dachte, das wäre ganz interessant für den Vlog. Oh, ich habe schon den neuen Pulli an. Der ist total schön kuschelig. Gerade jetzt bei so einer kalten Jahreszeit, ne? Noah spielt im Hintergrund rum. Die Aula, also meine Mama ist da, kocht gerade was. Ich bin einfach nur müde und ich würde auch sehr gerne jetzt einfach nur schlafen. Die Schwangerschaftsmüdigkeit ist irgendwie gerade wieder da, ich verstehe es nicht. Ich würde sagen, wir gehen gleich los. Es fühlt sich auch immer sehr schön locker an. Wie eine persische Prinzessin. Guck mal bitte, wie der Bauch schon groß geworden ist. Innerhalb von 2 Wochen. Echt, echt crazy. Ich konnte jetzt die Sachen nicht alle ganz genau zeigen, weil das sind ja Sachen, die erst nächstes Jahr zu kaufen gibt. Autumn Winter 2019. Und ja, ich werde jetzt mal gleich nach Hause wieder gehen zu Mama, zu Noah und hoffentlich hat er schon Abendbrot gegessen. Mal gucken. Back zu Hause. Es war total nett bei den Mädels von Maramea. Und seht mal her, was ich bekommen habe. Was richtig schön ist. Ich hoffe, warte mal. Ich muss mal zu einem richtigen Licht, damit man es mal sieht. Kollektion so schön finde in rosa und ich nichts in rosa habe. Das ist einfach nur eine Windeltasche. Und richtig schön. Toll, oder? Mit so einem Tessel. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin so begeistert von Maramea. Gott sei Dank hat Aula schon gekocht. Papa ist jetzt auf einem Event. Noah und ich alleine jetzt. Und wir werden jetzt den Abend ausklingen lassen, würde ich sagen. Oh je, die Kameraführung ist so durcheinander und wild. Ich sage mal tschüss, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Tschüss!